Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe des Magazins von Oberlausitz TV. Wir freuen uns sehr, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich stehe hier vor dem Kinder- und Jugendhaus Villa in Zittau und darin beheimatet ist auch die Zittauer Kinderstiftung. Mit dessen Chef, Dr. Volker Behr, habe ich mich zum Gespräch vereinbart. Wir wollen plaudern über diese Veranstaltung, über die 19. Zittauer Kinderwoche, eine Veranstaltung mit einer großen Tradition in diesem Jahr vom 27. Mai bis zum 4. Juni mit dem großen Thema Bücher, die Bücherwürmer und was Kinder an Büchern schätzen lernen sollten. Ganz zu Beginn unserer Sendung gibt es traditionell unseren Nachrichtenüberblick und im zweiten Teil schauen wir zurück auf ein Ereignis, was Löbau in den letzten Tagen bewegt hat, denn die Wohnungsgenossenschaft Löbau feierte in diesen Wochen ihr 60-jähriges Jubiläum und wir haben eine filmische Chronik der vergangenen Jahre für Sie vorbereitet. Am Mittwochnachmittag hat sich auf der B156 ein tragischer Verkehrsunfall ereignet. Ein Reisebus war aus Richtung Chillichau nach Bautzen unterwegs. Auf gerader Strecke kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kippte in den Straßengraben. Also als erst eintreffendes Fahrzeug haben wir vorgefunden einen Bus, der in der Schräglage auf der B156 im Straßengraben lag. Und es wurden schon durch Ersthelfer Personen aus dem Bus gerettet. Für uns als Feuerwehr war die Folgemaßnahme, diese Sache zu übernehmen. Die Feuerwehr hat im Prinzip die Rettungsmaßnahmen übernommen und haben alle verletzten Personen gerettet. 51 Kameraden der Berufsfeuerwehr Bautzen sowie der Freiwilligen Feuerwehren Groß-Dubrau und Malschwitz waren im Einsatz. Dazu 18 Mitarbeiter des Rettungsdienstes und der Schnelleinsatzgruppe, kurz SEG. Der Fahrer des Reisebusses blieb unverletzt. Die 19 Insassen wurden vor Ort erst einmal notmedizinisch versorgt. Wir sind froh, dass alle Verletzten, sagen wir mal, keine vitale Gefährdung hatten, dass alle leicht verletzt sind, sodass wir das in relativer Ruhe und ohne Hektik machen konnten. Wir haben, um die Belastung für die einzelnen Krankenhäuser nicht zu groß werden zu lassen, die auf die umliegenden Krankenhäuser verteilt, sind 5 Patienten nach Bautzen transportiert worden, 5 nach Bischofswerda und der Rest der Patienten nach Kamenz, Ebersbach und Hoyerswerda. Teil der Verletzung können wir vielleicht jetzt noch nicht ganz einschätzen, weil manchmal ein Schock dazu kommt. Wir merken es bei einigen, dass sie dann doch emotional das sehr nahe ging und weil sie vielleicht gemerkt haben, dass sie doch, sag mal, schweren Verletzungen noch entgangen sind, aber was hätte passieren können, wenn einem das durch den Kopf geht? Ansonsten sind Prellungen hier. Es könnten Frakturen, also Brüche im Brustkorbbereich sein. Es hatten einzelne Patienten, also Schmerzen im Brustkorbbereich. Das muss abgeklärt werden. Und eine Patientin hatte eine Blutung am Ohr, die abgeklärt werden muss. Wie gesagt, es sind leichte Verletzungen, die alle mal, behandelt werden können. Und ich glaube nicht, dass einer von den Patienten hier intensivtherapiepflichtig sein wird. Nach bisherigen Erkenntnissen kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Busfahrer einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen musste. Die Untersuchungen zum Unfallhergang dauern an. Die Verkehrspolizei ermittelt weiter und sucht Zeugen, die den Unfall auf der B156 beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt das Autobahnpolizeirevier Bautzen oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Höher, schneller, weiter. Am Donnerstagnachmittag stand das Stadion auf der Bautzener Müllerwiese ganz im Fokus des Breitensports. Der Sportbund Bautzen und der Ostsächsische Leichtathletikverein luden im Rahmen einer sogenannten Sportabzeichentournee zum Erwerb desselbigen ein. Wer seine Fitness testen wollte, konnte ohne Voranmeldung verschiedenste Stationen durchlaufen. Kraft, Koordination, Ausdauer und Schnelligkeit waren gefragt. Also das ist eine weit gefächerte Möglichkeit von verschiedenen Disziplinen, die natürlich nach Alter gestaffelt sind. Also ich denke, dass Kinder nicht so gefordert werden wie die im vollen Stoff stehenden Fußballer von Bodissa. Und es geht natürlich auch bis 80 Jahre und weiter. Also es ist der Reiz, dass jeder, ob männlich oder weiblich, jede Altersklasse sich da testen kann. Natürlich abgestuft nach den Prämissen.
Ob bei Sprints, Dauerläufen, Weit- oder Hochsprung, je nach Alter und Geschlecht wurden die Leistungen gemessen und notiert. Sogar die Kicker des Regionalligisten Budissa Bautzen ließen es sich zwei Tage vor dem letzten Saisonspiel nicht nehmen, beim Leistungstest in einem internen Teamwettstreit zu treten. Leistungssport und Breitensport schließen sich nicht aus, denn nur Leistungssport funktioniert nicht. Und Leistungssport ohne Breitensport wäre auch nicht denkbar, denn Sie wissen ja, wo die Talente alle hergekommen sind. Schauen wir nur mal im Fußball. Und gerade was Sie heute hier auf der Müllerwiese sehen, das ist ja auch eine bunte Mischung von Leistungssport und Breitensport. Und so muss es auch sein. Übrigens, für einige Krankenkassen ist das Sportabzeichen auch ein Bestandteil im jeweiligen Bonusheft. Auch immer mehr Arbeitgeber setzen das Ablegen des Sportabzeichens für eine erfolgreiche Bewerbung voraus. Wir haben ja in unserem Leitbild das auch auf die Agenda geschrieben, in den nächsten 5 Jahren recht viele Menschen zu diesem Sportabzeichen zu gewinnen. Sie wissen ja selbst, wie das ist in Deutschland. Da ist nicht jeder unbedingt scharf auf ein Abzeichen oder auf eine Medaille. Aber wir möchten eine Kampagne daraus machen, dass es wirklich interessant wird für Jung und Alt, für Männer und Frauen, für Kinder, dieses Sportabzeichen zu erwerben. Dass das Kind einfach sieht, was sein Körper kann und dass der Senior weiß, was er noch schafft. Die Sportabzeichentournee macht in den nächsten Tagen in 2 weiteren Stadien der Oberlausitz Station. Am 23. und 31. Mai, dann in Pulsnitz und Hoyerswerda. Noch mehr Infos gibt's im Netz unter www.sportbund-bautzen.de. Das SEAT Autohaus Brochne in Lavalde präsentiert Ihnen den Motorsport bei Oberlausitz TV. Das vergangene Wochenende nutzte das Racing-Team Bundesmann noch einmal für letzte Testabstimmungen am Junior-Buggy von Jasmin Meile. Und das geht natürlich am besten unter Wettkampfbedingungen. So startete Jasmin bei einem Lauf zur tschechischen Meisterschaft im Nova Paca und traf dort erstmalig auf Konkurrenten, die auch bei der anvisierten Europameisterschaftsserie am Start sein werden. Eine anspruchsvolle Strecke, die auch im EM-Kalender steht. Mit den Vorlaufrängen 6, 5 und 4 war eine stetige Steigerung sichtbar und Jasmin gewöhnte sich schnell an die Strecke. Im Finale startete sie von Rang 5. Mit etwas Glück, da 2 Kontrahenten vor ihr ausschieden, lag Jasmin Meile bald auf Platz 3, bis sie selbst ihren Buggy am Rand der Leitplanke parkte. Gewertet wurde die Oberlausitzerin trotzdem als Dritte und durfte sich über den ersten Podestplatz in der neuen Saison freuen. Nun wartet das Racing-Team gespannt auf den EM-Start am letzten Maiwochenende im brandenburgischen Seelow, wo Teamchef Henrik Bundesmann und Jasmin Meile an den Start gehen werden. Der Motorsport bei Oberlausitz TV mit freundlicher Unterstützung vom SEAT Autohaus Prochnow in Lavalde. In den kommenden Tagen ist Bautzen Gastgeber für das nun schon 9. sächsische Theatertreffen. Auf insgesamt 16 Vorstellungen aus 11 Schauspielhäusern des Freistaates, von A wie Annaberg Buchholz bis Z wie Zittau, dürfen sich die Theaterfreunde der Oberlausitz vom 18. bis 22. Mai freuen. Zum Auftakt kommt die hauseigene Inszenierung des deutsch-sorbischen Volkstheaters Mein vermessenes Land auf die Bühne. Die aktuellen Produktionen aus ganz Sachsen werden 5 Tage lang fast rund um die Uhr im Großen Haus und im Burgtheater der Stadt zu sehen sein. Ein Schaufenster der reichhaltigen Theaterlandschaft. Ich glaube, das Publikum wird sehen, wie wichtig Theater ist in der heutigen Zeit, auch bei den Auseinandersetzungen und bei der Problembewältigung, die wir haben oder die noch auf uns zukommt in Bezug auf Integration und interkulturellen Austausch. Und da spielen die sächsischen Theater insbesondere, aber ich glaube alle Theater, eine große Rolle, die noch nicht richtig wahrgenommen ist, oder die große Chance, die bei den Theatern liegt bei der Bewältigung dieses Problems. Und da können wir, ich denke, einen ganz guten Fokus bei dem Treffen darauf richten. Und genau dieses Thema soll in einem Begleitprogramm in Szene gesetzt werden. In der Reihe Willkommen anderswo wollen die Theatermacher Erfahrungen und theatralische Angebote zur Integration und interkultureller Verständigung austauschen. Lutz Hillmann verbindet mit dem Treffen der sächsischen Theater auch die Hoffnung,
auf ein gemeinsames kulturpolitisches Statement in diesen bewegten Wochen und Monaten. Ich kann dem jetzt natürlich noch nicht vorgreifen, weil ich auch nicht autorisiert bin. Aber es gibt, und das ist ja, ich habe vorhin gerade wieder telefoniert, schon da Initiativen, sowas auf die Beine zu bringen, sich dahingehend zu einigen und das auch wirklich an so einem Punkt, das Theatertreffen ist gut dafür, mal in die Welt hinauszugeben und zu sagen, hier sind wir auch als moralische Instanz, die Theater, und als Institutionen, die sich anbieten, bestimmte Dinge zu tun und auch gut sind, um das Bild von Sachsen, was sich doch etwas sehr ins Bräunliche nach außen hin verschoben hat, wieder gerade zu rücken. Passend zum Thema wird es am Abschlusstag eine Podiumsdiskussion von MDR Figaro geben. Welche Rolle können und sollen Sachsens Theater bei der gesellschaftlichen Integration und Verständigung spielen? Übrigens, die Einzeltickets kosten während des Theatertreffens 12 Euro. Ein besonderes Angebot ist das sogenannte Festivalticket. Für 30 Euro können alle Veranstaltungen besucht werden. Einen Tipp haben wir noch. Gefeiert werden soll natürlich auch. Na klar, gehört das auch mit dazu. Wenn sich Theaterleute treffen, dann will man quatschen und dann muss man auch mal was trinken. Und dann wird auch Musik gemacht, da wird auch gesungen. Und das werden wir im Anschluss an alle Vorstellungen, die hier auf der Hauptbühne passieren, in der Sozietät, auf den Probebühnen haben. Wir werden uns dort treffen, gemeinsam Musik machen, trinken, reden. Und das sind aber auch öffentliche Veranstaltungen. Also man kann mal ruhig hinkommen, da gibt es immer was zu quatschen, zu trinken und so weiter. Na dann, ab nach Bautzen zum 9. Sächsischen Theatertreffen. Am Dienstagvormittag lud die AOK Plus im Internationalen Kongresscenter in Dresden zur Auftaktveranstaltung für die bundesweite Mitmachaktion mit dem Rad zur Arbeit. Gemeinsam mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub, kurz ADFC, will die AOK möglichst viele Berufstätige dazu motivieren, sich für den Arbeitsweg in den Sattel zu schwingen. Mit dem Rad zur Arbeit ist im Jahr 2001 mit reichlich 800 Teilnehmern im bayerischen Günzburg an den Start gegangen. Daraus hat sich die langlebigste und größte Alltagsradfahraktion in Deutschland entwickelt. Wir wollen dieses Jahr 200.000 Teilnehmer erreichen in ganz Deutschland und in Sachsen und Thüringen 10.000. Das ist unser großes Ziel. Und es belegt ja schon nicht nur die Kontinuität der Veranstaltung, jetzt schon zum 16. Male, sondern dass wir auch zunehmend mehr Teilnehmer erreichen. Für den diesjährigen Fahrradklassiker haben die Organisatoren einen prominenten Schirmherrn verpflichten können. ARD-Sportmoderator René Kindermann. Ich bin gefragt worden, ob ich mir das vorstellen kann und habe dann ein bisschen darüber nachgedacht. Dann bist du das letzte Mal mehr als 20 Kilometer Rad gefahren. Das ist eine ganze Weile her. Und ich habe voriges Jahr zu meinem 40. Geburtstag von Marcel Kittel einen Fahrradhelm geschenkt bekommen. Und er hat gesagt, Junge, pass mal auf, mein Freund, wir haben jetzt miteinander so viel über Radfahren gesprochen. Hier ist ein Fahrradhelm, mein Fahrradhelm, mit dem ich schon gefahren bin. Jetzt bist du auch mal dran, auch ein bisschen Fahrrad fahren. Und habe dann gedacht, als die Anfrage von der AOK Plus kam, genau. Es ist genau der Punkt, um den es geht, und deswegen bin ich da sehr gern Schirmherr. Ziel der Gemeinschaftsaktion ist es, zwischen Mai und Ende August an mindestens 20 Tagen mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren, und dabei können die Teilnehmer lukrative Preise im Wert von insgesamt über 200.000 Euro gewinnen.
Den Aktionskalender gibt es übrigens in allen Filialen der AOK Plus. Oder Sie beteiligen sich online unter www.mitdemrat-zur-arbeit.de. Einsendeschluss für den von Ihnen ausgefüllten Aktionskalender ist der 19. September. Also es waren vorher ja so knapp 10.000, also unter 10.000. Und wir haben uns als Ziel gesetzt in diesem Jahr, dass in Sachsen und Thüringen mehr als 10.000 Menschen bei der Aktion mitmachen. 20 Tage innerhalb von 4 Monaten mit dem Rad zur Arbeit. Das können auch kurze Arbeitswege sein, das ist völlig wurscht. Hauptsache, man setzt sich mal auf dieses Fahrrad und fährt mal ein paar Kilometer und bewegt mal die müden Beine und fährt nicht mit dem Auto von A nach B. Das sind ja mitunter doch teilweise, ich weiß, in Oberlausitz sind es weite Arbeitswege, hab da viele Jahre gelebt. Ich komme aus der Oberlausitz, bin auch mit Leib und Seele Botschafter der Oberlausitz. Meine Eltern wohnen da immer noch. Das sind weite Arbeitswege. Aber vielleicht ist dann der Wochenendausflug mit der Familie, der mit dem Fahrrad mal gemacht wird, das wäre toll. Die Teilnehmer der Auftaktveranstaltung gingen gleich mit gutem Beispiel voran. 7 Kilometer auf dem Elberadweg für Gesundheit und Umwelt. Ja, und ganz zum Schluss hatte Dr. Stefan Knupfer auch noch einen ganz besonderen Tipp für die Radfreunde in der Oberlausitz. Mein Lieblingsradweg in Deutschland ist der Froschradweg. Ja? Meistens starte ich von Hoyerswerda, dann geht es im Bergbaugebiet entlang Richtung Bad Muskau, Stückchen Oder-Neiße-Radweg runter und dann über Niski an Bautzen vorbei, an Kamenz vorbei, wieder zurück nach Hoyerswerda. Eine wunderschöne Strecke, sehr, sehr still, gute Radwege, hervorragend zu fahren. Radeln macht nachweislich gesünder, fitter und motivierter. Gute Voraussetzungen für einen erfolgreichen Start in den Tag. Fertig. Der von der Volksbank Bautzen initiierte Lauf mit Herz stellt immer neue Rekorde auf. Bei der letzten Ausgabe im September des vergangenen Jahres waren es erstmals über 2000 Schülerinnen und Schüler aus dem Landkreis, die mit 14.000 gelaufenen Runden a 800 Metern für einen neuen Spendenrekord sorgten. 26.000 Euro für den guten Zweck und für die Erfüllung von Herzenswünschen. Die Bautzner Wunschkiste, kurz der Babuki e.V., durfte sich jetzt über einen fetten Spendenscheck freuen. Der Verein mit seinen 8 Mitgliedern erfüllt Wünsche von Kindern, Jugendlichen oder deren Familien, die infolge ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes auf Hilfe anderer angewiesen oder aus wirtschaftlichen Gründen bedürftig sind. Franziska Hennig erklärt an einem ganz konkreten Beispiel, wie diese Hilfe aussehen kann. Also das war ziemlich am Anfang des Jahres gleich, das hat mich wirklich sehr bewegt. Da war eine Mutter, die rief an bei uns in der Beratungsstelle und wollte ein Beratungsgespräch haben und die sagt, ja, klar, und sie kam dann auch, ich kannte sie aus früheren Zusammenhängen und wir kamen dann so ins Gespräch und sie hat also eine ältere Tochter schon und ist jetzt eben wieder schwanger. Ist alles nicht so einfach, das Kind ist nicht so gewollt, weder von der Familie noch von dem Partner. Sie steht auch ziemlich allein da und sie sagte, ja, naja, ich musste jetzt, um hier nach Bautzen zu kommen, musste ich die Schlittschuhe meiner Tochter verkaufen, weil ich hatte einfach kein Spritgeld. Und da ich Also ich wusste wirklich vor Schreck, ich wusste gar nicht, wie ich reagieren sollte, aber ich dachte, das kann eigentlich auch irgendwo nicht möglich sein in so einem reichen Land, dass man das machen muss. Und da haben wir den Wunsch einfach mitgenommen zu Babuki und habe gesagt, also ist es ja einfach möglich, was zu machen. Und haben gesagt, klar. Und wir haben also für das Mädchen einfach ein paar Schlittschuhe organisiert, noch ein paar Inliner dazu, weil irgendwann ist ja auch das Eis nicht mehr da. Und dann habe ich die Mutter und die Tochter eingeladen in die Eishalle und wir haben uns einfach einen schönen Nachmittag gemacht, sind Schlittschuh gelaufen, waren dann noch Pizza essen und ja, das Mädchen war ganz aus dem Häuschen, weil hatte nur neue Schlittschuhe und noch Inliner dazu und ich habe ja auch versprochen, dass ich im Sommer also nochmal mitlaufen komme, wenn jetzt sozusagen die Saison ist. Einfach so und ich hatte aber auch das Gefühl, dass ich auch der Mutter damit ein Stück was auf den Weg geben konnte, dass man auch ungewollt in solche Situationen kommen kann und dass es aber vielleicht doch, auch wenn man es nicht glaubt, von irgendwo eine Unterstützung kommen kann. Und das fand ich toll. Aber auch die Akteure des Charity-Events wurden für ihr soziales und sportliches Engagement belohnt. Insgesamt 5.200 Euro erhielten die Fördervereine der teilnehmenden Schulen und Gymnasien. Sage und schreibe, über 200.000 Euro sind in der bisherigen Geschichte des Laufes mit Herz für gemeinnützige Zwecke gesammelt worden.
Jeder Lauf hat dann auch so seine Geschichte und jeder Verein oder jede Institution. Wir haben angefangen damals, 2005, da haben wir das Kinderheim in Wuschke unterstützt mit Dacharbeiten. Dort hat es reingeregnet, da haben einfach manche Kinder, dann hat es ins Zimmer geregnet. Und da haben wir einfach unterstützt und Dachziegel auch ran besorgt und mit dem Geld. Und das ist dann, bewegt einen schon. Und aber auch jetzt der Zweck 2015, der Bawuki e.V., der sich ja auch um ganz individuelle Schicksale auch kümmert, das bewegt ihn schon. Und wenn man mitkriegt, wie viel Hilfe auch vor allen Dingen für die schwächsten Teilnehmer unserer Gesellschaft, für unsere Kinder, direkt vor der Tür benötigt wird. Da ist es dann nur konsequent, wenn die Veranstalter in diesem Jahr zur 12. Ausgabe einladen. Am 23. September soll in den Bautzner Schilleranlagen die Erfolgsgeschichte fortgeschrieben werden. Ab sofort können sich wieder Vereine um die Mittelvergabe des diesjährigen Laufes bewerben. Der Lauf mit Herz ist für Kinder und Jugendliche hier im Landkreis Bautzen. Deswegen können sich Vereine bei uns bewerben, die Kinder und Jugendliche, bedürftige Kinder, hilfsbedürftige Kinder hier im Landkreis Bautzen unterstützen. Nach der öffentlichen Bewerbungsphase entscheidet dann ein Gremium über die Vergabe. Übrigens, den Förderantrag und viele weitere Informationen zum Laufevent am 23. September gibt es im Internet unter www.laufmitherz.de. Wir sind jetzt wie angekündigt zu Gast bei der Zittauer Kinderstiftung und an meiner Seite ist Dr. Volker Beer. Einen schönen guten Tag. Guten Tag ebenfalls. Schön, dass wir bei Ihnen zu Gast sein dürfen. Wir wollen sprechen über die 19. Zittauer Kinderwoche. Sie findet statt vom 27. Mai bis zum 4. Juni. Was sind denn die Höhepunkte der diesjährigen Ausgabe? Ja, wir haben uns natürlich wieder was überlegt, auch wieder Neues, obwohl es ja die 19. Zittauer Kinderwoche ist. Die steht diesmal ganz unter der Überschrift Bücherwürmer. Es geht also ums Lesen. Und die Höhepunkte sind natürlich die Kinderpreisverleihung. Damit starten wir auch am Montag hier in dem Bürgersaal. Und wir werden also dort auch zu Gast haben die Kinderoper Papageno mit der Oper Freischütz. Und zu dieser Kinderpreisverleihung, die öffentlich ist, 14 Uhr, können also auch wirklich alle kommen und beides natürlich erleben, nämlich Kinder, die sich engagieren und die Oper. Wir haben dann den Kindertag am 1. Juni hier bei uns direkt in der Villa im Verkehrsgarten mit vielen, vielen Stationen, wo die Kinder sich beweisen können, mit einem Büchertauschmarkt, passend zum Thema. Kinder können also ihre Bücher mitnehmen, herbringen und tauschen, was sie schon gelesen haben und Neues natürlich mitnehmen. Wir haben den Tag der offenen Tür, den wir auch jedes Jahr durchführen. Und in diesem Jahr habe ich mich besonders gefreut, weil der Oberbürgermeister ein sehr interessanter Gesprächspartner ist in diesem Jahr. Es sind also 9. Klassen des Gymnasiums, die ihn den ganzen Vormittag in Beschlag nehmen werden. Da freue ich mich natürlich, dass das ist der Tag der offenen Tür im Rathaus. Aufgeschlagen des Buches, diesmal das Motto. Ja. Klingt spannend. Ich wollte Sie noch mal fragen zu dieser Kinderoper Papageno. Die kommen aus Wien nach Zittau. Wie ist es denn dazu gekommen? Ja, dies ist also ein Unternehmen, eine Agentur, die diese Wiener Opernsänger quasi vermittelt. Die Wiener Opernsänger sind vergangenes Jahr bereits hier gewesen und wir haben das also über die Grundschule in Hirschfelde mitbekommen, dass dort so eine Veranstaltung war. Und das hat uns so gut gefallen, dass wir gesagt haben, kommt nach Zittau. Und das machen die auch gern und sind also in diesem Jahr schon zum zweiten Mal hier mit dem Freischütz. Letztes Jahr war das der Fliegende Holländer. Die internationale Fahrradrallye ist auch mal ein fester Bestandteil. Ja, also die Kinderwoche soll ja auch international sein und wir starten ja schon am Freitag, also dem 27. mit einem internationalen Kindercamp im Tierpark, wo tschechische, polnische, deutsche Kinder zusammen feiern werden. Und die Fahrradrallye ist ja ähnlich angelegt. Das heißt also, hier können Kinder zu 5 jeweils, also 5er-Teams, durch unsere Stadt fahren. Aus Polen, aus Tschechien und natürlich auch Zittauer Schulen sind damit dabei. Und hier einfach mal erfahren, wie man in Zittau lebt, was man in Zittau alles machen kann. Und dabei gibt es knifflige Dinge und, denke ich, aber auch Interessantes kennenzulernen. Eine Neuigkeit gibt es diesmal oder einen neuen Programmpunkt, die Integration in das EU-Fest direkt am Dreiländerpunkt? Ja, das nutzen wir natürlich immer wieder ganz stark, wenn Veranstaltungen in unsere Kinderwoche hineinfallen. Und das ist in diesem Jahr das EU-Fest am Dreiländerpunkt, das also am
Samstag dann in, am Dreiländerpunkt in, auf tschechischer Seite startet. Wir werden dort also mit unserem Kinder- und Jugendparlament dabei sein und ein für die ganze Familie, denke ich, auch interessantes Programm mit dem 12-Sterne-Parcours dort präsentieren. Daneben gibt es natürlich auch Essen und Trinken, wie sich das gehört beim ordentlichen Bürgerfest. Gut, eine persönliche Frage habe ich beinahe noch zum Stichwort Bücher. Wie lesen Sie eigentlich Bücher, noch klassisch oder eher auf dem elektronischen Weg? Ja, also ich lese Bücher in ganz klassischer Form, das heißt also Papier. Das hat auch ein bisschen was mit der Ästhetik zu tun. Ne? Also so ein Buch aufzuschlagen, das ist schon mal so ein was mich also sehr anregt, dann auch drin zu lesen. Also ich liebe es eigentlich gar nicht, elektronische Bücher zu lesen. Also dann eigentlich nur Fachbücher oder ja, wenn es jetzt nicht gerade der Freizeitgestaltung oder dem Genuss dienen soll, dann kann ich mir das gut vorstellen, dann mache ich das auch. Aber meine Freizeitlektüre, die hole ich mir immer noch aus der Bibliothek oder kaufe sie im Buchhandel. Und diese Liebe zum Buch soll auch in einem Workshop geweckt werden, habe ich gelesen. Es geht um zum Beispiel Buchdruck. Ja, also wir haben eine Werkstatt hier in der Villa vorgesehen, wo wir zu diesem Thema mit Schülern gemeinsam arbeiten wollen. Das Thema ist im weitesten Sinne, hat es mit Büchern zu tun. Also natürlich auch die künstlerische Gestaltung von Büchern wollen wir dort einfach mal versuchen in Angriff zu nehmen und die ganze Ästhetik eigentlich auch so ein Buch, wie so ein Buch entsteht, wie schwierig das also ist, so ein Buch auch herzustellen und damit auch ein Stück Achtung bei Kindern, bei Schülern vor einem solchen Werk erzeugen. Dann bedanke ich mich bei Ihnen, Herr Dr. Beer, wünsche viel Erfolg für die Kinderwoche. Vormerken, 27. Mai bis 4. Juni, die 19. Zittauer Kinderwoche mit dem Themenschwerpunkt Bücher. Noch mehr Informationen, das komplette Programm gibt es übrigens im Internet unter www.kinderstiftung-zittau.de. Am 1. Juni ist Kindertag. Tolle Geschenkideen von Lego City, Lego Friends und noch viel mehr finden Sie bei Spielwaren Langenfeld in Löbau auf der Bahnhofstraße. Alles neu macht der Mai und wenn Sie dann doch mal Hilfe brauchen, Malerfachhandel Neugersdorf. Farben, Tapeten und Bodenbelege, Qualität, Beratung und Service. Bautzen startet in den Frühling und feiert vom 27. bis 29. Mai. Ob Rock aus der Oberlausitz, internationaler Straßenjazz oder elektronische Musik zum Chillen und Tanzen, für jeden ist etwas dabei. Und am Samstag präsentieren sich rund 70 Vereine der Stadt. Mehr als 500 mitwirkende Händler, Handwerker und Gastronomen freuen sich auf Sie. Mehr unter www.bautzner-frühling.de. Blumen sind das Lächeln der Erde. Verschenken auch Sie ein Lächeln mit Blumen aus dem Blumenhaus Schröter. Unsere Geschäfte in Bautzen, Kunewalde und Weixdorf-Köblitz bieten zu jedem Anlass den passenden Blumenschmuck und vielfältige Dekorationen. Dänen sind wieder da und machen zum 21. Bautzner Theatersommer die Ottenburg unsicher. Natürlich hat in die Olsenbande und der große Hintermann Egon wieder einen Plan, den Benny mächtig gewaltig findet, während Kiel besorgt fragt, was wird bloß Yvonne dazu sagen. Das Freiluftspektakel für die ganze Familie. Sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets. Die Lebensart im Schlosspark von Großhartau öffnet wieder.
mit einer Vielzahl neuer Anbieter aus nah und fern. Rund 190 Aussteller zeigen farbenfrohe Inspirationen für Garten, Wohnen und Lifestyle. Traumhaftes Ambiente und ein tolles Programm erwarten Sie vom 10. bis 12. Juni, immer von 10 bis 18 Uhr. Mehr unter www.lebensart-messe.de. Brasserie Haupt in Löbau, direkt am Markt. Ob Kaffee und Kuchen, Cocktails oder Eisbecher, für Ihren geselligen Aufenthalt bei uns halten wir die passenden Köstlichkeiten bereit. Wir feiern 30 Jahre Kälterei Kitsche in Lauba mit einem Hoffest am 18. Juni. Sie sind recht herzlich eingeladen. Fahrtwind ist einfach, wenn die Sparkasse für die günstige Autofinanzierung sorgt. Entdecken Sie den Privatkredit der Kreissparkasse Bautzen. Punkt 1 Oberlausitz TV und die Leutersdorfer Baumschulen suchen den schönsten Garten der Oberlausitz. Bewerben Sie sich jetzt mit einem aussagestarken Foto Ihres Gartens. Ausgewählte Bilder werden in unserem TV-Programm und in einer Bildergalerie im Internet präsentiert. Senden Sie uns Ihr Foto per E-Mail oder auf dem Postweg zu. Übrigens, unter allen Einsendungen verlosen wir 5 Familientickets für den Saurier Park Kleinwelka. Bis zum 31. Juli können Sie mitmachen und gewinnen. Wir drücken ganz fest die Daumen. Wohnungsgenossenschaft Löbau. Eine Erfolgsgeschichte feiert Jubiläum. Es war der 14. Mai 1956, also genau heute vor 60 Jahren, an dem die Eintragung der AWG der Bau- und Baustoffindustrie Löbau in das Arbeiterwohnungsbaugenossenschaftsregister beim damaligen Rat des Bezirks Dresden erfolgte. Als Hauptträgerbetrieb agierte die VEB Bau Löbau. Bereits einen Monat später erfolgte am Trommlerbusch der erste Spatenstich für 4 Blöcke nach dem sogenannten Typ AR511 in Lehmbauweise. In dieser Zeit war Handarbeit gefragt. Für den Erdaushub standen Schubkarren und Kipploren zur Verfügung. Den Bausand lud man per Hand in der Sandgrube und fuhr ihn mit Zugmaschinen auf die Baustelle. Übrigens, die Treppenstufen für die hinteren Hauseingänge der Wohnblöcke an der Richard-Müller-Straße bargen AWG-Mitglieder aus den Trümmern der Stadt Dresden und transportierten sie in Waggons nach Löbau. Auch an der Baustelle der damaligen Ruhmburger Straße, der heutigen Ahornallee, wurde zum ersten Arbeitseinsatz gerufen. Diese AWG war bereits im Jahr 1955 unter Federführung der Löbauer Schuhfabrik gegründet worden. Ein erster Versuch scheiterte noch. Die ehemaligen Gartenbesitzer verweigerten den Zutritt auf das Gelände. Doch eine Einigung war wenige Tage später erzielt und es konnte endlich losgehen. Die Mitglieder selbst übernahmen die gesamte Sand- und Kiesbeschaffung durch betriebseigene Fahrzeuge. Sie kalkten ihre Wohnungen und setzten Fenster ein. Jeder übernahm Tätigkeiten nach seinen ganz persönlichen Fähigkeiten.
Die Arbeiten an den Wohnblöcken gingen zügig voran und so konnte die AWG im Juli 1957 an beiden Standorten Richtfest feiern. Gleichzeitig begannen die Baggerarbeiten am 5. Block der Baustelle Trommlerbusch. Weil nicht mehr genügend Lehm vorhanden war, musste man auf die Ziegelbauweise zurückgreifen. Mittlerweile begleiteten 8 Trägerbetriebe den Bau der Wohnungen. Neben der VEB Löbau und der Löbauer Schuhfabrik beteiligten sich die VEB Oberlausitzer Textilbetriebe, die Vereinigte Grobgarnwerke und Baumwollspinnerei, die VEB Ankerteigwaren, die Deutsche Post, das Fernmeldeamt und das HO-Kombinat Löbau. Das Interesse für den Bau der Wohnungen stieg stetig und so konnte schon im Mai des Folgejahres mit dem Bau des 2. Blocks an der Rumburger Straße begonnen werden. Mit Hacke und Schaufel wurde der Mutterboden per Hand abgetragen. Gut 900 Kubikmeter Erdmassen wurden durch die AWG-Mitglieder bewegt. Doch damit nicht genug. Auch das Betonieren der Fundamente erfolgte durch die zukünftigen Mieter. Zwischenzeitlich, im Sommer 1958, konnten die ersten Löbauer ihre Wohnungen an der Rumburger Straße und am Trommlerbusch beziehen und so den Lohn ihrer Arbeit in vollen Zügen genießen. Die Genossenschaftsmitglieder leisteten bis zu 900 Stunden an Arbeitsleistungen. In den 60er Jahren wuchs der Wohnungsbestand der Löbauer AWG stetig. Der Schwerpunkt der Bauaktivitäten lag in Löbau Süd. Mit der Zeit entwickelte sich Schritt für Schritt ein Wohngebiet mit ca. 1000 Wohnungen. Dass dabei die herkömmliche Bauweise ausgedient hatte, versteht sich bei dieser großen Anzahl von Neubauwohnungen beinahe von selbst. Fast monatlich änderte das Wohngebiet sein Aussehen. Die Eigenleistungen der Mitglieder umfasste mittlerweile auch die Gestaltung der Außenanlagen, wie zum Beispiel das Anlegen der Wäscheplätze. Mit der Fertigstellung des Blocks in der Breitscheidstraße und der Wohngebäude in Löbau Süd verfügte die AWG nunmehr über einen Wohnungsbestand von reichlich 600 Einheiten. Zu Beginn der 70er Jahre entstand das Neubaugebiet im Norden der Stadt. Baubeginn für einen Block der AWG mit 60 Wohnungen auf der Siemensstraße war dann im Jahr 1973. Auch hier leisteten die Genossenschaftsmitglieder wieder umfangreiche Arbeitsstunden. Gebaut wurden fernbeheizte Dreiraumwohnungen. Schon im Januar des Folgejahres konnte die Fertigstellung gefeiert werden. In dieser Zeit kamen aber auch neue Aufgaben auf Vorstand und Mitglieder zu. Jetzt kam es auch darauf an, das bisher Geschaffene zu erhalten und zu pflegen. Denn im Laufe der Jahre zeigten sich Mängel, ob sie nun auf Materialschwierigkeiten oder Nachlässigkeiten beim Bau zurückzuführen waren. Die Werterhaltung war in dieser Zeit mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden. Die Bereitstellung von Baukapazitäten und die Materialbeschaffung mussten organisiert werden. 1978, anlässlich des 29. Jahrestages der DDR, übergab man der AWG weitere 56 Wohneinheiten in Löbau Süd. 2 Jahre später beschloss die Mitgliederversammlung der AWG die Verschmelzung mit der AWG Frohe Zukunft in Großschweidnitz. 4 Wohnungen in Niederkunnersdorf und 27 Wohnungen in Großschweidnitz gehörten fortan zum Bestand. Im gleichen Jahr begannen die Erschließungsarbeiten für das nächste große Bauprojekt, das Wohngebiet Löbau Ost. Von den rund 1100 zu errichtenden Wohnungen erhielt die AWG 342. Alle Wohnungen wurden in der Bauweise WBS 70 errichtet, sodass schon 1982 258 Wohnungen und im Jahr darauf die restlichen 84 Wohnungen übergeben werden konnten. Die AWG entwickelte sich zu einem modernen und über die Grenzen hinaus von Löbau bekannten Wohnungsunternehmen. Ab 1985 beschäftigte die AWG einen Betriebshandwerker, einen Klempner und 2 Maler. Notwendige Reparaturen konnten so schnell und günstig durchgeführt werden. Im Sommer 85 gab es einen weiteren Zuwachs zu vermelden. Durch den Zusammenschluss der AWG mit der gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft Löbau, der GWG, wuchs der Bestand um weitere 112 Wohnungen, hauptsächlich Einfamilienreihenhäuser in Großschweidnitz und Löbau, sowie Mehrfamilienhäuser in der Löbauer Neustadt und in Löbau Süd. Im Jahr 1992 begannen umfangreiche Sanierungsmaßnahmen innerhalb des vorhandenen Wohnbestandes,
Bis in das Jahr 1999 investierte die Wohnungsgenossenschaft über 16 Millionen Euro. So erhielten über 700 Wohnungen erstmals eine Zentralheizung. Alle Bäder wurden modern gestaltet und kein Genossenschaftsmitglied musste mehr Kohlen schleppen. 1998 kaufte die Wohnungsgenossenschaft 40 kommunale Wohnungen in Herrenhut, die ebenfalls unmittelbar nach dem Erwerb umfassend saniert wurden. Im Jahr 2000 begann die zweite Phase der Sanierungsarbeiten, die Gestaltung der Außenfassaden in den Wohngebieten Löbau Süd und Löbau Ost. Dächer, Fassaden, Balkone erhielten ein neues Aussehen. Im August 2005 kaufte die Wohnungsgenossenschaft zwei Gebäude in Strawalde, in denen sich heute 12 Wohnungen befinden. Ein besonderes Kapitel in der Geschichte wird ein Jahr später aufgeschlagen. Die Genossenschaft erwirbt das Gelände der ehemaligen Essigfabrik an der äußeren Zittauer Straße. Im Frühjahr 2007 wird die alte Fabrik abgerissen und schon im Herbst in Form eines sogenannten Laubenganghauses ein Neubau mit 19 Wohnungen errichtet. Im Wohnpark Alte Essigfabrik befindet sich auch das neue Begegnungszentrum. Auf über 100 Quadratmetern haben Mitglieder und Freunde der Genossenschaft die Möglichkeit, ihre Familienfeiern durchzuführen. Im März 2012 wird ein weiterer Zukauf realisiert. In Herrenhut werden zwei Gebäude auf der Dürnenger Straße mit insgesamt 12 Wohneinheiten umfassend modernisiert. Die Wohnungsgenossenschaft Löbau EG verwaltet und bewirtschaftet derzeit ca. 1200 Miet- und Eigentumswohnungen in Löbau, Großschweidnitz, Herrenhut und Strawalde. Auch in diesem Jahr suchen die Leutersdorfer Baumschulen und Punkt 1 Oberlausitz TV wieder den schönsten Garten der Oberlausitz. Bewerben Sie sich jetzt mit Ihren aussagekräftigen Fotos Ihres Gartens. Am besten per E-Mail unter mail@oberlausitztv.de ist unser elektronisches Postfach für Sie geöffnet. Oder Sie beteiligen sich über die sozialen Netzwerke, ob Sie nun Facebook oder Twitter heißen. Wir freuen uns währenddessen schon auf die Dreharbeiten für unser Sommerprogramm. Denn am 3. Juni starten wir wieder mit Oberlausitz TV auf Tour. Wir möchten Ihnen attraktive Freizeit- und Ausflugsmöglichkeiten im Großraum Ostsachsen vorstellen und Ihnen richtig gute Tipps für Ihre Sommergestaltung unterbreiten. So, und für die Oberlausitzer Kids nochmal der Hinweis, 19. Zittauer Kinderwoche vom 27. Mai bis zum 4. Juni. Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit. Machen Sie es gut. Ciao.